In unserer perfekten Welt bzw. in unserem Utopia sind alle Menschen frei und selbstbestimmt. Sie werden unabhängig von ihren Entscheidungen respektiert. Dies gilt insbesondere für Menschen mit Uterus, die endlich das komplette Recht über ihren eigenen Körper erlangen sollten. Jede und jeder sollte sich in unserem Utopia wohlfühlen, unabhängig von ihrer oder seiner sexuellen Orientierung, sexuellen Vorlieben oder geschlechtlichen Identität. Dafür braucht es mehr Aufklärung. Deshalb fordern wir mehr Präsenz für diese Themen im Schulunterricht. Des Weiteren fordern wir eine größere Vielfalt an nicht hormonellen Verhütungsmitteln und damit Investitionen in die Wissenschaft. Sexuelle Handlungen sollen nur bei ausdrücklichem Konsent stattfinden. Nur Ja heißt Ja. Außerdem müssen wir endlich den Gender Data Gap beheben. Aus junger Sicht erleben wir gerade einen Aufbruch in vielen dieser Themenbereichen, wie es zum Beispiel auch die #MeToo-Kampagne zeigt. Aber diese Debatten sind eben nur die Spitze des Eisbergs und es besteht immer noch viel Handlungsbedarf. Und deshalb möchten wir, dass unsere Forderungen umgesetzt werden und damit viele junge Grüße von den Jugendpolitiktagen 2021.